Im fernen Jahr 2008 erschien in einem amerikanischen Forum ein kurioser Beitrag. Sein Autor, ein junger Soldat, erzählte, dass er die Frau seiner Träume geheiratet habe. Die heitere, emotionale Geschichte über seine Heißgeliebte und seine Beziehung zu ihr begleitete eine Reihe von Hochzeitsfotos. Der junge Soldat hatte wohl nicht damit gerechnet, dass sich diese Bilder sofort im ganzen Netz verbreiten würden. Das ist allerdings nicht verwunderlich, denn das Foto zeigt einen mickrigen jungen Mann mit einem strahlenden Lächeln und seine 120 Kilogramm schwere Braut mit einem bemerkenswerten Aussehen. Viele dachten, es handele sich um eine Inszenierung oder eine Fälschung, da dieses Liebespaar so ungewöhnlich aussah. Ein Scherz? Aufnahmen für einen Film? Oder hatte jemand meisterhafte Arbeit mit Photoshop geleistet? Solche Fragen tauchten im Netz auf und viele meinten, dass ein solches Paar sowieso nicht lange zusammen sein würde. Aber erzählen wir alles der Reihe nach. Die zukünftigen Eheleute lernten sich 2008 auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes kennen. An diesem Abend war der junge Mann auf das fröhliche Mädchen aufmerksam geworden und als die Party zu Ende ging, tauschten sie ihre Telefonnummern aus. Ein halbes Jahr lang kommunizierten sie per SMS und riefen sich nur gelegentlich an. Aber alles änderte sich schlagartig, als die beiden beschlossen, sich zum ersten Mal zu treffen und ins Kino zu gehen. Wie der Bräutigam später schrieb, verliebten sie sich buchstäblich nach ein paar Treffen ineinander und zwei Monate später machte der junge Mann ihr einen Antrag. Und ich denke, ihr wisst schon, was sie gesagt hat. Ja, soweit so gut. Aber die Geschichte dieses ungewöhnlichen Paares erregte nach der Veröffentlichung der Hochzeitsfotos so viel Aufsehen, dass man auf der ganzen Welt über sie zu sprechen begann. Verschiedene Fotos waren mit Bildunterschriften des Bräutigams versehen. Ein Foto zeigte zum Beispiel die Brautjungfern, ein anderes den lächelnden Frischvermählten im Kreise seiner Kameraden. Als er die Hochzeitstorte präsentierte, prahlte er damit, dass seine Hälfte laut Bestellung aus Twinkies bestand. Und das Anschneiden der Torte war, wenn man dem Soldaten Glauben schenken darf, der Höhepunkt des Abends. Es war offensichtlich, dass das Paar glücklich war und ihre Augen leuchteten. Aber jemand konnte es sich nicht verkneifen, die Fotos in einer Spaßgruppe zu teilen und sie zur Zielscheibe des Spotts zu machen. Anfangs reagierte die junge Familie sehr verletzt auf die Reaktion der Internet-User. Aber im Laufe der Zeit hörten sie auf, sich darüber aufzuregen. Außerdem wussten sie selbst, dass sie ein sehr auffälliges und ungewöhnliches Paar waren und sie gewöhnten sich an die Popularität und die seltsamen Witze. Bald genossen sie es, wenn man sie auf der Straße erkannte und sie um ein gemeinsames Foto gebeten wurden. Alle waren beeindruckt von der ungewöhnlichen Erscheinung des Brautpaares. Niemand hielt mit seiner Meinung hinter dem Berg. Im Laufe der Jahre ist diese Sammlung von Fotos durch das gesamte Internet gereist und hat bei den Menschen die unterschiedlichsten Gefühle hervorgerufen. Einige waren entsetzt über das Aussehen des Paares und fragten sich, ob sein Vorgesetzter dem jungen Mann befohlen hatte, seine Tochter zu heiraten. Andere hingegen freuten sich über das Glück des Paares. Und für viele Menschen waren diese Bilder ein weiterer Beweis für die unglaubliche Kraft der Liebe. Wie auch immer, egal was die Sofa-Experten vorausgesagt haben, nach vielen Jahren geht die Geschichte dieses ungewöhnlichen Paares immer weiter. Denn wie sich herausstellte, kam ihnen die Popularität zugute. Immer mehr Menschen interessierten sich für das Schicksal des Paares, was zu einer unerwarteten Einnahmequelle für die junge Familie wurde. Die frisch Vermählten wurden zu den verschiedensten Veranstaltungen eingeladen und ihre Popularität erreichte beinahe die von Weltstars. Und was ihre Beziehung angeht, überraschten die beiden alle. Sie schafften es nicht nur, diesen sehr schwierigen Weg gemeinsam zu gehen und zusammenzubleiben, sondern ihre Beziehung ging daraus sogar gestärkt hervor. Die Familie wurde durch einen Jungen bereichert und der kleine Sohn wächst als exakte Kopie seines Vaters auf, der nach 2 Wochen Militärdienst für 2 Wochen auf Urlaub kommt, wo ihn 2 geliebte und liebevolle Menschen erwarten. Dies sind die beiden letzten Fotos, die online veröffentlicht wurden. Auf dem einen lächelt die erwachsene Braut aus den vorherigen Bildern erschöpft in die Kamera, während sie sanft das Bündel mit dem Neugeborenen umklammert. Auf dem anderen posieren die stolzen Eltern mit ihrem kleinen Sohn. Und auch wenn sich die Ehepartner ihrer Beliebtheit im Internet bewusst sind, leben sie in perfekter Harmonie, erziehen ihren Sohn und lassen sich durch die Witze ihrer Mitmenschen nicht stören. Und während vor vielen Jahren, als der junge Mann seine Fotos zum ersten Mal ins Internet stellte, viele Menschen seine Wahl verurteilten, kann man sie heute nur beneiden. Das schillernde Paar hat es nicht nur geschafft, Liebe, Respekt und gegenseitiges Verständnis zu bewahren, sondern auch den Skeptikern eine unerwartete und wichtige Lektion erteilt. Liebt euch so, wie ihr seid und seid einfach glücklich, egal was passiert, und achtet nicht auf die Meinung derer, die nur zu Hause auf der Couch vor dem Fernseher sitzen. Schreibt eure Meinung über ein so ungewöhnliches Paar in die Kommentare. Bewertet das Video auch, wenn es euch gefallen hat, und bis bald. Tschüss!